Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, um hier Flagge zu zeigen und deutlich zu machen, dass Fulda nicht für irgendeinen falschen Weg steht, sondern dass wir zusammenstehen, um die Werte für Freiheit, Demokratie, Menschenachtung gegen Fremdenhass, gegen Antisemitismus und auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Inklusion, stehen, um Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe zu stehen. Das ist die Grundhaltung der fuldischen Bevölkerung. Darauf sind wir stolz und das wollen wir auch so behalten. Und dazu brauchen wir keinen dritten und keinen weiß ich für welchen Weg. Wir gehen unseren Weg, den richtigen Weg, den wir in all den Jahren gegangen sind. Und ich danke den demokratischen Parteien und den politischen Gruppen und Gewerkschaften und, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir diese Zeit erfolgreich gemeistert und die Stadt Fulda geprägt haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, Ihr Mittun. Und vergessen Sie es mal nicht, wenn Sie mal einen Gedanken haben, nicht nach dem Süden zu fahren, in die Sonne, sondern was Kultur, Geschichte, Kultur und Politik zu erleben, fahren Sie nach Dresden, schauen Sie sich diese wunderbare Stadt an und feiern Sie mal mit den Dresdnern, dass wir leben und uns freuen dürfen, dass die Frauenkirche wieder steht und dass Jahr für Jahr an diese Tage, am 13. und 14. Februar 1945 gedacht wird. Haben Sie herzlichen Dank. Fulda ist stolz auf Sie alle. Danke.